Jo, da bin ich wieder, Leute. Weiter geht's mit meiner Vergrillung von dem Freiberger Paket. Heute mit dem Dry-Aged Porterhouse Steak. Ja, das kleine Stück Filetanteil, große Roastbeef-Anteil. Hat, so wie ich es hier in der Hand habe, 820 Gramm gerade gewogen. Und was essen wir dazu? Moment. Meinen Pizzateig dieses Mal als Baguette. Ja. Zu dem Porterhouse Steak. Ja, da bin ich jetzt ganz einfach mal so frech und lese von Wikipedia vor. Weil andere haben da vielleicht das ganze Wissen im Kopf. Ich nicht. Gehen wir schnell dann über. Wie gesagt, direktes Vorlesen von Wikipedia. Das Porterhouse Steak wird wie auch das T-Bone Steak mit Filet und Knochen aus dem flachen Roastbeef geschnitten. Die beiden sehr ähnlichen Zuschnitte unterscheiden sich hauptsächlich durch Dicke und Größe des Filetanteils. Beim Porterhouse Steak ist eine Dicke von etwa 6 cm und ein Gewicht von etwa 700 bis 1000 Gramm üblich. Jetzt sind wir genau drin. Der Name T-Bone Steak folgt der englischen Bezeichnung des im Anschnitt T-förmigen Knochens. Hierbei ist eine Dicke von etwa 4 cm und ein Gewicht von etwa 600 Gramm üblich. Ach ja, 4 cm hat unseres auch. Das habe ich schon nachgemessen. Der Name Porterhouse Steak leitet sich von der Bezeichnung britischer und amerikanischer Gasthäuser ab, in denen das Bier Porter ausgeschenkt wurde. Wer hat das schon gewusst? Nach anderen Quellen wird er auf den Amerikaner Zachias B. Porter zurückgeführt. Naja, da kann man sich jetzt streiten. Gut, wir gehen hinüber ans Brett auf. Einbalsamieren tue ich das Fleisch so wie in den letzten. Etwas Olivenöl, Rohrzucker, brauner Zucker und etwas Salz. Nun Pfeffersymphonie wieder hinterher zum Essen. Gut, aufschneiden, auspacken, ja, vielleicht noch abspülen, trockentupfen und dann geht's hier weiter. Ich bin mittlerweile übrigens wirklich davon überzeugt, dass dieses Dry-Aged, was man in der Metro, Supermärkten etc. pp. Bekommt, einfach nichts Gescheites ist. Gut, Fettanteil einschneiden mache ich gar nichts, lasse ich einfach so dran am Rand. Dann tun wir es wieder ganz leicht einölen, wie gehabt, beide Seiten. Das war jetzt ein Haufen. Das nehmen wir gleich für beide Seiten. So, verschmieren wir das hier ein bisschen und dann können wir gleich das Steak nochmal umdrehen und hier auch noch schön einölen. Tja, und dann geht's schon los. Also wie gesagt, andere mögen mich jetzt verfluchen, weil ich da noch den Zucker mit drauf gebe. Aber uns hat es so lecker geschmeckt. Ich mache das jetzt einfach wieder. Man könnte jetzt auch größere Salzflöckchen nehmen. Naja, ich habe das hier jetzt gerade hier stehen. Schön dick, können wir auch mehr drauf tun. Seite. Na? Und ziehen werden wir das nachher am Grill wieder so bis, ja, 54, 55 Grad Kerntemperatur. Vielleicht ein kleines bisschen mehr. Tja, schauen wir dann mal, was dabei rauskommt. So weit, so gut. Leute, ich lasse es noch kurz ruhen, dass es noch ein klein bisschen einziehen kann.
und werde dabei draußen einen Grill anfeuern. Selbe Konstellation wie gestern. Die letzten Videos, Gusskost, Kohlen rein, anfeuern. Naja, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns draußen. Gleich ist es soweit. Da haben wir dieses wunderbare Porterhouse Steak auf dem Grill. Schaut euch nochmal ruhig die Marmorierung genau an. Weil nachher erkennt man sie ja nicht mehr. Ja, dann legt man es ganz einfach drauf. Ach komm, bevor ich jetzt mir die Hände wieder einsabber. So. 4 bis 5 Minuten dieses Mal auf jeder Seite. Boah, das ist wieder dasselbe Problem wie gestern. Verdammt schwer dabei ruhig zu bleiben. Aber wir haben es in 2 Minuten geschafft. Dann können wir es umdrehen. Ach ja, und hier steht schon unser frisch geschärftes Sägeblatt. Ja, für die nächste Sägeaktion. Ich hoffe, die dauert aber noch 1-2 Jahre. Das war das, wo in dem vorletzten Video mein Schatz an die Tür gegangen ist, wo es geklingelt hat. Gut, gleich ist es soweit, dass wir umdrehen. Jo, 4 Minuten sind um. Boah, erstmal auf die Seite gehen. Boah, jawohl. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus, Leute. Ich hoffe, ihr könnt es vor lauter Rauch irgendwie sehen. Ja, jetzt kommt's. Moment, ich mache eine Handführung. Prächtig, prächtig, prächtig. Jetzt die zweite Seite, auch nochmal 4 Minuten. Und während die 4 Minuten laufen, noch eine ganz persönliche Nachricht an Hubert, den Busfahrer. Hubert, mein Freund, ich weiß, du schaust die Videos ja an, hoffe ich zumindest, dass du immer noch guckst. Wenn dieses Porterhouse Steak wieder so lecker schmeckt, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich welche bestellen, auf alle Fälle, und du bist dann recht herzlich dazu eingeladen. Ich hoffe, wir finden da einen gemeinsamen Termin. So, meine Lieben, wiederum 4 Minuten später. Ja, jawohl, jawohl, ja, ja, ja. Tun wir es verkabeln. Na, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn hingelegt. Dann gehen wir hier in den Roastbeef-Anteil rein. Und lassen den noch indirekt gar ziehen. Auf, sagen wir mal wieder, 54 oder 55 Grad. Mal so ganz nebenbei, ich glaube, das sind die ersten Videos von mir, wo ich wirklich so eine Wissenschaft zelebriere. Aber es lohnt sich. Ja. Wir sind mittlerweile bei 47 Grad angelangt. Ja, ich friere mir hier draußen fast den Hintern ab. Aber nur fast. Es geht noch mit 15 Grad Außentemperatur. Naja, gleich ist es soweit, dass wir es runterholen können und rein zum Futtern gehen. So, Freunde, es ist soweit. Wir haben 55 Grad erreicht. Oh, geil. Ich kann einfach nur sagen, geil. Raus damit. Jabba, dabba, du. Na, komm her, du Feigling. Und ich freue mich jetzt mal so richtig, das zu verspeisen mit meinem Schatz. Tja, geh mal rein, schneiden wir es an. Hilfe, ich bin mal wieder zu langsam. Mein Schatz hat sich schon wieder das Messer geschnappt und war mal wieder schneller. Weißt du, welches Teil du da rausschneidest, mein Schatz? Ich glaub's, Filet. Jo, richtig.
den Filetanteil. Wow, das ist so heiß. Nimm doch hier die Grillzange dazu zum Halten. Eine mal Filet. Und der Rostbeef-Anteil. Leute, Geruchs-YouTube wäre jetzt die reinste Folter für euch. Oh Gott sei Dank nicht, weil sonst hätten wir lauter Esser da. Sag mir wie? Ja, ich habe von Anfang an gesagt, aufstellen und runterschneiden. Aber hab ich doch gemacht? Du machst das schon. Es ist so heiß. Tja, du hast dich vorgedrängelt. Selber schuld. Selber schuld. Aber nur habe ich es weg. Scheiße, da hängt es noch. Wo hängt das noch? Hier an den Knochen hängt das noch. Ach Menno. Was machst du denn? Ja, schau mal, da hängt das. Schneid halt durch. Nee. Doch. Am Knochen entlang. Von oben nach unten am Knochen Wieso entlang. Wieso T-Bauen? Weil das ein Tür ist. Ein Tü-Tü. Ja, genau. Da kann man es sehr gut erkennen. Aber das ist eine Porterhaus-Variante. Und nun? Ein schöner Mittelschnitt. Boah, butterzart. Jawohl. Ich hoffe, das langweilt euch nicht, wie wir hier das Fleisch zerlegen. Das sind die schönsten Szenen, glaube ich, überhaupt. Schatzi, ich muss dir was sagen. Mhm. Wenn es schmeckt, habe ich vorher eine Szene gemacht, wo ich einen Hubert eingeladen habe dazu. Ja. Oder die andere Version wäre, wir bestellen uns die Teile und fahren dann zum Hubert hin und der muss uns vergrillen. Da muss ich ja mein schönes Haus verlassen. Und so, du? Ja. Komm los, mach was. Ich hab Anker den leckere neuen Pfeffersymphonie drüber. Ja, und probierle. Ja, Freunde, heute kriege ich mein Essen angeliefert. Einmal Filet. Einmal Filet. Einmal Rostbeef. Geil. Für die letzten zwei Videos schon im siebten Schlemmerhimmel gewesen. Ja. Und heute schon wieder. Mhm. Da wäre wirklich ein Geschmacksunterschied zwischen Filet und Rostbeef. In dem Falle finde ich das Rostbeef leckerer. Wow. Mein Schatz, dreht ein bisschen näher zur Cam. Dann brauche ich den Ton nachher nicht lauter machen. Mhm. Und gib gleich einmal deinen Kommentar dazu ab. Nachdem ich der große Egomani hier im Haus bin, wird jetzt diese zwei Stückler dein Essen sein und der Rest ist für mich. Kriege ich dann wenigstens noch was von meinem Bacon Pizza Baguette? For you. Ich wollte aber das Pizza Baguette dazu. Wieder hervorragend. Nun, meine Freunde, da ist gerade jemand vorbeikrannt draußen. Ich persönlich werde definitiv mir was vom Freiberger bestellen. Und das ist jetzt kein bezahltes Sponsoring oder sonst irgendwas. Das ist meine persönliche Meinung. Schatz, kannst du das bestätigen? Mhm.
hat den Mund sehr voll. Okay, Leute. Ich muss einfach nebenbei reinbeißen. So geil. Das legen wir jetzt hier drauf. Werde ich das aufessen. Nächstes Video, was ich machen werde, wird sein Flanksteak. Auch noch vom Freiberger. Ich sehe, mein Schatz freut sich schon drauf. Das wird er mal ihr Abendessen, wenn sie vom Schaffen heimkommt. Genuss pur. Was soll ich noch weiteres sagen? Es ist alles gesagt. Ja, vielleicht nochmal danke an die Delikatessenschmiede, dass ich gewonnen habe. Ich finde es einfach nur klasse geil. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Und für die, wo es noch nicht getan haben, ein Abo. Dann werdet ihr auch über die nächsten Videos informiert. Hasta la vista. Ich muss jetzt weiter essen.